Disclaimer: Alle Vorgänge, die für ein Glukosemolekül mehrfach ablaufen, werden beispielhaft anhand einer Iteration dargestellt. Die Glucose, 1C6-Molekül, wird durch Zugabe eines Phosphats durch ATP phosphoryliert. Es entsteht Glucose-6-Phosphat. Durch eine weitere Phosphorylierung sowie Beteiligung eines Enzyms reagiert Glucose-6-Phosphat zu Fructose-1,6-Diphosphat. Dieses teilt sich in zwei Moleküle GAP auf. Jedes GAP-Molekül reagiert mit H2O und gibt danach jeweils zwei H-Atome an jeweils ein NAD+ ab. Die frei gewordene Energie reicht aus, um 2 ADP+P zu 2 ATP zu phosphorylieren. Unter Einwirkung von Enolase wird GAP zu PEP dehydratisiert. PEP reagiert zu BTS, wobei jeweils ein Phosphat frei wird und dann jeweils ein ADP bindet. ATP wird gebildet. Die Bilanz beträgt 2 ATP und 2 NADH+A+. Nach der Bildung der BTS-Moleküle und damit dem Ende des ersten Schritts der Zellatmung kann der weitere Glukoseabbau zwei Formen annehmen. Ist viel Sauerstoff vorhanden und genug Zeit, wie zum Beispiel in dunkelroten Muskelfasern, findet der Zitratzyklus und im Anschluss die energiebringende Atmungskette statt. Ist wenig Sauerstoffzufuhr vorhanden und schnelle Energiebereitstellung gefordert, wie zum Beispiel in für den Sprint relevanten hellroten Muskelfasern, wird die O2-freie Milchsäuregärung durchgeführt, deren Endprodukt die relativ energiereiche Milchsäure, Laktat genannt, ist. Hier wird ganz einfach unter anaeroben Bedingungen durch Abgabe zweier H-Atome durch NAD+ an BTS und unter Einwirkung eines Enzyms das BTS zu Laktat, dem Endprodukt der Gärung, restrukturiert. Die Energieausbeute beträgt hier nur die 2 ATP aus der vorhergehenden Glykolyse. Wenden wir uns nun dem oxidativen Glukoseabbau zu, der in der oxidativen Dekarboxylierung seine Fortsetzung findet, welche die Vorstufe zum Citratzyklus ist. Das BTS-Molekül, welches 3 C-Gruppen besitzt, hier durch die Kügelchen dargestellt, wird durch das Coenzym A zu aktivierter Essigsäure gebunden. Diese Reaktion wird durch die Pyruvate-Hydrogenase katalysiert. Dabei wird CO2 und 2 H-Atome frei, die an einen Transporter des Typs NAD+ anbinden. Das entstandene C2-Molekül unterzieht sich einer durch die Citratsynthase katalysierten Kondensation mit Oxalacetat. Es entsteht Citrat. Dieses durchläuft nun mehrere von unterschiedlichen Enzymen katalysierte Reaktionen, genannt der Citratzyklus, bei denen die folgenden Zwischenprodukte entstehen: Isocitrat, Alpha-Ketoglutarat, Succinyl-CoA, Succinat, Fumarat, L-Malat und schließlich wieder Oxalacetat. Und damit fängt der Citratzyklus wieder von vorne an. Wer aufgepasst hat, dem ist sicher aufgefallen, dass auf dem Weg mehrere Substanzen frei wurden, unter anderem Reduktionsäquivalente des Types NADH++, FADH2 sowie CO2 und auch GTP. Daher lässt sich schließen, dass die Bilanz der oxidativen Dekarboxylierung plus die des Citratzyklus insgesamt 4 NADH++, 1 FADH2 und 1 GTP beträgt, die dann weiter in der Atmungskette eingesetzt werden. Nachdem wir uns nun die Glykolyse im Zellplasma und den Citratzyklus in der Mitochondrienmatrix betrachtet haben, wenden wir uns nun dem letzten und energiereichsten Schritt der Zellatmung zu, der Atmungskette. In der inneren Mitochondrienmembran befinden sich 4 Enzymkomplexe und die ATP-Synthase. 3 der 4 Komplexe pumpen nach Anregung durch Elektronen, Protonen von der Matrix in den Intermembranraum. In letzterem ist die Konzentration von Protonen deshalb immer höher. Dies nennt sich ein aufgebautes Konzentrationsgefälle. NADH++ überträgt ein Elektron und ein Proton auf Enzymkomplex 1. Nachdem das Elektron den Komplex zum Pumpen des Protons anregt, wird das Elektron an Ubiquinon weitergegeben, welches dieses auf Komplex 3 überträgt, der dadurch ebenfalls die Energie zum Protonenpumpen erhält. Komplex 3 gibt das Elektron an Cytochrom C weiter, welches dieses auf die Cytochromoxidase ebenfalls überträgt. Diese oxidiert nun das beladene Cytochrom C und reduziert den Umgebungssauerstoff unter Einsatz von Wasserstoff zu Wasser. Aus einem Molekül O2 entsteht also mit Hilfe von 4 Elektronen und 4 Protonen 2 Moleküle H2O.
Die ATP-Synthase synthetisiert währenddessen ADP und Phosphat zu ATP durch die Rückführung von Protonen von dem Intermembranraum in die Matrix. Aus einem rückgeführten Proton kann so ein ATP gewonnen werden. Insgesamt entstehen für ein Glukosemolekül so 32 ATP in der Atmungskette. Erinnert ihr euch noch an den Schritt im Citratzyklus, wo Succinat zu Fumarat umstrukturiert wurde und dabei aus FAD FADH2 reduziert wurde? Genau dieses genutzte Reduktionsäquivalent FAD kommt auch in der Atmungskette zum Einsatz. Das Enzym, welches beide Reaktionen, die Reduktion von Ubiquinon sowie die Oxidation von Succinat zu Fumarat mit FAD als Oxidanz katalysiert, ist Komplex 2 der Atmungskette oder auch Succinat-Dehydrogenase. Somit muss FADH2 seine Elektronen und Protonen hier abgeben. Erstere werden durch die Elektronentransportkette weitertransportiert, um schlussendlich zu Wasser reduziert zu werden. Die Protonen gelangen in den Intermembranraum, um den Protonengradienten aufzubauen.